So Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Random Abo Special. Ja, wie ihr schon seht, Pac-Man, uraltes Spiel, trotzdem immer noch gut. Warte mal, mein Headset ist ein bisschen verrutscht. Zocke ich, habe ich früher oft und zocke ich immer noch gegen meinen Opa, wenn ich mal wieder im Heimatland bin. Und ja, ich halte den Rekord mit, glaube ich, so 58.000 und er den Zweitrekord mit 52.000 und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht schaut er sich ja das ja an oder ihr. Vielleicht mögt ihr dieses Game, das ist auf coolespiele.com. Ich werde den Link in die Videobeschreibung packen und das mache ich als kleines random Abo-Special hier zu 350 Abonnenten. Und ja, jetzt ist die Maus auch schon mal im Bild. Ja, das ist der Blinky. Dann gibt es hier noch den Pinky. Wie die alle heißen, weiß ich gar nicht. Ich stelle sie mal kurz vor. Dann gibt es hier noch den Inkay. Und da noch den, na, Clyde. Wieso heißt der jetzt Clyde? Keine Ahnung. Also ich würde sagen, Play Game. Mal sehen, ob ich noch so gut bin wie früher. Und ja, schauen wir mal. Boah, ist das laut. Ah. Da geht's gleich schon mal los. Ich werde gleich, ja. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, habe ich meinen Ton runtergestellt. Und dadurch konnte ich Pac-Man nicht bewegen. Und bin gleich eiskalt hier gegessen worden von den Google-Hupfen. Ich nenne sie Google-Hupfe, falls ihr nicht wisst, was ein Google-Hupf ist. Das ist ein Kuchen, ein sehr leckerer Kuchen und die sehen so ein bisschen aus wie dieser Kuchen. Yummy. Oh, das gibt was Leckeres zu essen. Wenn ich mich nicht verdrücken würde. Super, ich habe ein bisschen gerade hier meine Strategie verloren. Meine Struktur ist irgendwie gerade weg, sehe ich gerade. Ich habe so ein Glück gehabt, dass der Kleid, der Orange hier, nicht auf mich zu, sondern da abgebogen ist. Die hier übergelassene sehe ich erst jetzt. Mann, bin ich ein Lacker gerade. Das ist mal sehr schönes Level, aber leider, das ist ein Leben unnötig verloren. Ich gehe mal einen anderen Weg als mein Opa. Ich gehe mal den Risikoweg. Das ist hier dieser Weg, den ich hier immer gehe. Ihr seht, das ist eigentlich immer derselbe Weg, den ich gehe. Struktur muss man reinbringen, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Ist natürlich auch ein bisschen Strategie drin. Aber vor allem kommt es auf Reaktion an und Planung. Und ja, ich hab schon einen Bug geschafft gestern bei der letzten Aufnahme. Ich habe schon mal versucht, aber es hat sehr gelaggt, weil ich mit Camrec aufgenommen habe via Camtasia Studio. Und jetzt habe ich es auf AVI umgestellt und guck mal, ob es jetzt was wird. Ich hoffe mal, es wird was. Tja, also falls Leute behaupten, Männer zeigen keine Emotionen, ich sag euch was, beim Zocken zeigen sie Emotionen. Aber was für welche? Was für welche? Wow, da habe ich die Punkte oben überlassen. Das ist doof. Jetzt muss ich die mir erst holen. Diese Punkte holen. Na komm. Ja, es geht sich aber noch aus. Fuck. Da sage ich gerade noch, es geht sich aus noch, denke ich mal. Aber tut's doch nicht. Mann, no. Na, fuck it. Ich werde jetzt meine Aussprache ein bisschen zügeln und nicht so viel Fäkalsprache benutzen. Also. Wenn ich mit Fraps aufnehme, ist das Ganze natürlich etwas flüssiger und leichter aufzunehmen, ist logisch. Aber mit Camtasia Studio nehme ich jetzt halt das hier auf, weil das geht mit Fraps nicht. Das geht einfach nicht. Fraps sagt nö, ne? Der Framezähler ist nicht vorhanden, also, ne? So. Ja, sehr schön. Nein, gut. Gute Reaktion von mir gerade. Ich lobe mich selber. Nein. Na komm, das geht hier noch aus. Ja, sehr schön. Das wird jetzt gefährlich. Ah, okay, es klappt perfekt, mein Weg. Soll ich immer so eine kleine Strategie überlegen? Dann klappt auch alles. Ja, und jetzt den letzten noch. Ja, sehr schön. 23.000, ich bin gerade erst in Level 4. Das ist eine Leistung. So gut war ich eigentlich noch nie. Also so schnell, so hoch. So in Level 4 schon auf 23.000 habe ich bis jetzt noch nie so wirklich geschafft. Also ich habe es auch noch nie so gezählt. Aber vielleicht habe ich es doch geschafft. Aber ich schaffe es nur selten. Ich gehe nur selten so viel Risiko ein.
Aber ich will jetzt einfach den ersten Score mal so richtig testen, wie gut ich noch drauf habe in Reaktion und so. Und deshalb gehe ich hier gleich mal nach unten und esse alle. Da bekommt man saftig derbe 4 Punkte. Yippee. Oh, fuck it. Gehe ich jetzt einfach hier hoch. Geht sich aus. Ganz gechillt. So. Yummy. 2 Leben. Ah, fuck it. Ich verhedder mich gerade. Nein. Oh. Das sind Reaktionen, Leute. Die müsst ihr erstmal haben. Diesen einen Punkt, Leute, wie ich den gerade geholt habe. Einfach nur Instinkt. Ich habe gerade nicht geschaltet, einfach gechillt. Gechillt vor der Tastatur. Ich hoffe, meine Skills bleiben auch auf dem Video so erhalten und laggen nicht. Ich habe einen Bug, wie schon gesagt, letztens entdeckt und ja, es hängt sehr, also das Bild hängt sehr nach, ist nicht flüssig, alias laggt. Nein, gut. Ah! Muhahaha. Am fiesesten ist es, wenn man einen Punkt überlassen hat, also einen Punkt übergelassen hat. Nein! Ah! Boah, ich bin King heute! So gut war ich selbst noch nie! Leute, boah, wie ich hier gerade abgehe, habt ihr das gesehen? Hammer, so ein Score gleich beim ersten Mal, einfach so. Oh, wenn mein Opa das sieht, boah. Ah, ich sollte vielleicht mal... Scheiße. Ich sollte vielleicht mal im 350 Abonnenten-Special über 350 Abonnenten mich bedanken. Natürlich, danke an 350 Abonnenten. Herzlichen Dank. Komm, geht sich aus. Das war so unnötig. Ich bekomme jetzt erst wieder ab 50 ein Leben. Und es sieht gerade brenzlig aus. Ich habe null Struktur jetzt mehr in meinem Weg. Das ist jetzt alles nur random hier. Zufall. Und da lebt schon wieder so ein Mongo. Verrückter Mongo. Oh, ich hab gedacht, das geht sich aus. Okay, Leute, 37.000, mein erster Score. Ja, gehen wir gleich zum zweiten über. Ihr könnt mir dann auch mal schreiben, wie viel ihr denn so geschafft habt in Pac-Man. Ja, na gut. Falls ihr, oh, keine Ahnung, Zeit und Lust habt, den Link mal auszuprobieren. Ich finde, das ist das beste Pac-Man. Also, mein Opa hat lange gesucht im Internet damals und er fand auch, das war das beste Pac-Man. Am besten designt und nicht so viel Extras und halt noch das schlichte Pac-Man von damals. Und ja, ich stimme ihm zu. Ich finde das cool, das Design von dem Level hier. Jetzt gebe ich gerade zu, ich gehe gerade sehr viel Risiko ein. Sehr viel. Boah. Ah. Na. Okay. Egal. So. Yam. Ja, das Level nur mit kläglichen 4200 abgeschlossen, anders als der erste Versuch mit 8000. Aber egal, Hauptsache nächstes Level, das zählt. So. Ich könnte ja vielleicht auch mal ein bisschen auf... Ah, geht ziemlich aus. Schon gerade auf Schnitzeljagd gehen, aber es geht sie nicht aus. Tut sich nicht ausgehen. Ah, gut. Yummy. Da kommt alles Gute zusammen. Oh, ich sehe gerade, ich habe die 3 Lebensgrenze überschritten. Das ist mal geil. Ist nicht so leicht. Nur so als Info für euch. Ah! Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, so schnell können 3 Leben weg sein. Ach, tja. Es passiert, meine Freunde, es passiert. Also ich muss gestehen, ich war gestern lebenslustiger. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so emotionslos wieder bin.
Ich find's doof. Gestern fand ich mich selbst lustiger. Komm, komm, komm. Ja, sehr schön. So, 10 Minuten nehme ich schon auf. Keine Ahnung, wie lange das Special wird. Kommt drauf an. Da ich jetzt ein AVI render, während dem, also Speicher aufnehmen, weil letztens die Datei von 20 Minuten gestern, die eigentlich das Special hätte werden sollen, die jetzt aber leider wegen den ganzen Lags versaut ist, hat ganze 26 GB gefressen. Und das ist ja mal wirklich viel. Da kann Fraps gar nicht mithalten. Mit Camtasia Studio alles getoppt. ja. Nein. Okay, ich muss hier raus aus diesem Affenzirkus. Die Punkte unten hole ich mir dann gleich. Aber erst muss ich hier einmal, den kann ich noch essen, so. Einmal im Kreis, ja, der Weg war perfekt gedacht von mir. Alles super ausgegangen. Level 4, seht ihr ja, 17.000, anders als vorhin mit meinen 28, ne, da war ich noch besser. Aber da habt ihr gesehen, ich hab bei 35 mein alles verzockt dann. Alles verzockt. Passiert. Sollte nicht, aber es passiert leider. Jetzt nehme ich meinen Zufluchtsweg. Der bedeutet unten alles abstauben, aber es klappt gerade nicht so super. Grrr. Ich werde zu nicht vorhersehbaren Methoden gezwungen, die ich sonst noch nie angewendet habe. Aber im Moment bin ich noch gut im Rennen. Okay, einen Punkt habe ich noch da unten. Das ist gut. Aber jetzt habe ich mich verheddert, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich mich verheddert, doof. Ah. Okay, gut. Warten wir hier. Tja, also manchmal, ja okay, jetzt kommen sie doch. Aber manchmal haben sie echt keine Lust zu kommen. Da hat man irgendwie echt so das Gefühl, die, cool, alle gegessen. Für die Orange riskiere ich jetzt nicht meinen Hals. Also macht mein Opa gerne die Orange sich noch holen, aber nee, muss nicht sein. Ah, ich getäuscht. Ja, das war gestern vielleicht lustiger, weil wir es schon halb eins hatten und ich mich andauernd verdrückt habe und richtig aufgeregt habe. Da! Fuck, ich habe mich verdrückt! Ah! So eine Scheiße! So ein Mist, entschuldige. Hahaha. Nein, geht's nicht aus. Nein. Boah. Boah. Was mache ich denn da jetzt schon wieder? Das bin typisch ich. 29.000. Game over. Okay. Drei Versuche sind ist genug für ein Abo-Special. Also nur noch der und dann war's das. Mal schauen. Wie weit wir kommen. Ich komme. Na, soll ich das Ganze eigentlich mit so einer kleinen Hintergrundmusik unterlegen oder findet ihr die typischen Pac-Man-Soundklänge gut? Ah, nein! Oh, das gibt's nicht. Verzweiflung pur gerade. Ich scheitere. An dem ersten Computerspiel, was je auf dem Markt war, scheitere ich kläglich. Es ist peinlich. Yum, 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 yum. Da gibt's aber viel zu mampfen. Nein? Gut. Komm! Ja, das mag ich, wenn solche Zufallssachen passieren. Yum, 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 yum. Oh, Level 2. Ich dachte, da wären noch unten Punkte über. Cool. Geil. 7.000 ist annehmbar für Level 2, aber leider habe ich ein Leben geopfert. Naja. So spielt das Leben, so spielt Pac-Man. Ich bin einer der wenigen, der wirklich noch Pac-Man zockt hier, oder? Wer zockt denn hier überhaupt noch Pac-Man? In unserer heutigen Welt. Kinder und die Leute überhaupt noch Pac-Man? Kennt doch gar kein Pac-Man mehr.
bisschen Gamer-Kultur hier an die jungen Hörer. Ja, Hörer eigentlich schon, weil sie hören ja meine Stimme. Ein bisschen Gamer-Kultur an die bringen hier. Soll ich wissen, was Pac-Man ist? Ist ja Allgemeinwissen. Allgemeinwissen. Ja, 10.000. Super. Wie bei Game One, ne? Allgemeinwissen. Sehr schön. Ich habe so im Blut, dass das ein guter Score wird hier, der letzte Versuch. Und wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Ich nehme jetzt gerade schon 15 Minuten auf. Oh, die Datei wird lange, lange, lange sich rendern. Das sage ich euch. Puh. Na. Sehr schön. Ich bin ja auch einer. Hä, das wollte ich gar nicht. Ich meine, es war jetzt nicht schlecht oder so, ich wollte es nicht. Ah, ich muss schnell die Mitte abräumen. Nein, das geht sie nicht aus. Ja. Super. Okay. Kleine Abbiegung hinnehmen. No, bitte, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Ja. Mampf und Mampf und Mampf. Ach, 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 ach. Level 4. Oh, das schlechteste Score, den ich bei Level 4 hatte, 16.600. Aber ich habe es trotzdem irgendwie so im Gefühl, dass ich jetzt gut im Rennen bin. Ah, komm. Zacke, fuck it, ja. Hell yeah. Nein, den kriege ich nicht mehr. Nein! Das sind die Sachen, da denke ich mir, jetzt habe ich einen Punkt, jetzt esse ich ihn und dann... Scheiß altes Spiel, ey. Also das sollte echt gepatcht werden. Da gibt es ein paar Glitches, die müssten ausgebessert werden. Komm. Wieso lebt jetzt dieser Mongo? Wie? So habe ich jetzt gerade mich verdrückt. Oh nee, jetzt. Ich will schon, dass mein letzter Score hier noch ein bisschen was raushaut. Ah, komm, nicht verdrücken. Komm, nicht verdrücken. Komm, 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 komm. Ja, haha. Immerhin die 20.000. Bei 30.000 gibt es ein neues Leben, Leute. Das habt ihr ja schon mitbekommen in meinem ersten Score. Ah, ich habe gedacht, da knacke ich vielleicht mal meinen Rekord von der 50, aber davon kann ich nur träumen, dass ich das mal wieder knacke. Da muss ich echt einen Glückstag haben. Den hatte ich damals. Ah, super. Komm, es geht sich alles super aus. Komm, komm, komm. Ich weiß, es geht sich aus. Ja. Oh, ich gehe vielleicht gerade ein bisschen zu viel Risiko ein, denke ich mir gerade. Ah, das geht sich super aus hier, was ich hier abliefere. Sehr schön. Ja. Ah! Verdrückt. Naja, okay, Leute, das soll es dann auch gewesen sein von meinem, Abo-Special. Wie gesagt, ein kleines Abo-Special. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ihr könnt den Link ja auch mal ausprobieren. Also, macht's gut. Ciao. Haut rein.